Heute schauen wir uns dann mal die Mastercard-Aktie an. Die Mastercard-Aktie läuft seit einigen Jahren in einem schönen Trend, in einem schönen Aufwärtstrend, und ich möchte jetzt hier diese Aktie wieder kaufen. Was meine Strategie und was mein Vorgehen hier in dieser Aktie ist, das erkläre ich euch jetzt direkt in diesem Video. Falls ihr mich noch nicht kennt, mein Name ist David. Hier auf diesem Kanal geht es um erfolgreiches Trading für Berufstätige. Ich habe mir das Commitment gesetzt, jeden meiner Trades live zu zeigen. Oben links seht ihr meine Performance-Kurve von meinem Trading-Portfolio. Und ihr seht auch hier mein Trading-Portfolio im Vergleich zu den großen Aktienindizes. So, dann schauen wir uns hier mal die Mastercard-Aktie an. Wie gesagt, hier in einem sehr, sehr schönen Aufwärtstrend. Und was wir hier direkt mal erstmal sehen, ist, wenn wir hier die gleitenden Durchschnitte einzeichnen, was ich hier gemacht habe. Der Durchschnitt der 200 Handelswochen ist der rote und der Durchschnitt der 50 Handelswochen ist der grüne. Und wenn wir hier, wie wir hier direkt sehen, immer dann, wenn der Kurs hier eben auch zwischen den gleitenden Durchschnitten hier ist, wie wir hier immer wieder sehen, dann war es eine sehr, sehr gute Möglichkeit, hier auch wieder einzusteigen. Der Markt hat von dort dann immer einfach den Trend weiter, ist den Trend weiter geritten sozusagen. Und jetzt aktuell sind wir gerade wieder hier zwischen den gleitenden Durchschnitten. Und ich sehe die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass wir von dort hier wieder einen Impuls hier nach oben starten können. Ja, gerade ist recht viel Negatives um uns herum mit Russland-Konflikt, Inflation, hebt die FED die Zinsen an und so weiter. Das stimmt, aber wir können nicht wissen, wie der Markt jetzt hier reagiert und was in dem Markt alles schon eingepreist ist oder auch nicht. Deswegen sehe ich es hier schon als trotzdem gute Chance, hier einzusteigen. Ich meine, der Markt hat ja immer noch die Möglichkeit, hier nach oben durchzulaufen. Und falls der Markt hier dann doch wieder wartet, hier unten durch rutschen sollte, können wir auch immer noch aussteigen mit einem sogenannten Stop-Loss. Das heißt, wie würde ich jetzt hier einsteigen? Und zwar sehen wir hier, wenn wir das hier mal ein bisschen, wenn wir ein bisschen näher ranzoomen, sehen wir hier auch eine recht schöne Unterstützungszone. Man kann das Ganze hier auch noch ein bisschen verlängern und kann diesen Punkt hier noch mitnehmen. Dann haben wir nämlich hier auch wieder mehrere Punkte an einer auf einer Stelle, auf einer Höhe, die hier unterstützend wirken kann. Also hier diese ganzen Punkte, gleichzeitig hier die 200er-Wochenlinie. All das könnte den Markt hier unterstützen. So, und wir könnten jetzt sagen, und so genauso möchte ich es auch machen, ich möchte hier einen Trade setzen. Und zwar würde ich hier einsteigen, also bei der 324. Und hier unten, falls der Markt hier dann durchmarschieren sollte, hier wieder aussteigen. Also wenn er diese Unterstützung hier rausnehmen sollte. Genau. Und dann das Ziel mache ich immer gerne hier das Vierfache. Das wäre dann hier oben. Also das wäre dann hier auf jeden Fall ein längerfristiger Trade. Der kann auch über ein, zwei Jahre laufen. Und falls der Markt dann eben nicht widerwartend für uns hier läuft und hier durchbricht, können wir hier dann mit Verlust wieder aussteigen. Den sogenannten Stop-Loss dann realisieren und dann über viele, viele Trades, wie auch eben in der Performance-Kurve angezeigt, entwickelt sich dann eben doch eine recht positive Performance. Wie gesagt, nochmal kurz Werbung, unten in der Videobeschreibung gibt es den Link zu meinem Trading-Portfolio. Dort könnt ihr dann ganz genau meine Performance und meinen Handel einsehen. Was hier jetzt auch sehr schön ist, noch zusätzlich in diesem Markt, wir haben hier den Impuls sozusagen, hier geht es hoch, recht dynamisch hoch und darauf folgen jetzt so eine Art Korrektur. Also der Markt bewegt sich ja seitwärts, baut hier neue Kraft auf für den nächsten Impuls, beziehungsweise den möglichen Impuls. Das ist hier natürlich nicht in Stein gemeißelt, dass das hier passiert. Aber die Wahrscheinlichkeit, wie gesagt, nochmal spricht hier für uns. Weil wir hatten auch damals im Corona-Crash einen sehr starken Schuss nach unten und dann einen sehr starken Schuss nach oben. Es hat hier auch super funktioniert. Wir sind hier schön nach oben gelaufen. Ich meine, die Notenbank war natürlich dort auch hinter uns.
Sie hat sehr, sehr viel in die Märkte reingeschoben, an Geld. Aber jetzt sind wir charttechnisch, sehen wir besser aus, weil wir hier den Impuls haben, darauf folgen die Korrektur. Und das ist meistens so, ist es wahrscheinlich, dass darauf folgen dann wieder ein Impuls folgen kann, weil der Markt geht meistens länger, als man denkt. Der Trend geht länger, als man denkt. Wie man eben hier auch sieht, der Trend hier, der ist schon sehr, 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 sehr alt und der läuft schon ewig. Und wenn man das auch noch länger in die Vergangenheit schraubt, also vor 2007 zum Beispiel, der Trend läuft einfach ewig und er läuft hier nach und nach schön nach oben. Und deswegen sehe ich das weiterhin, dass das hier weiterhin auch so weiter fortlaufen kann. Ja, das soll es dann auch hier direkt schon mit diesem Video gewesen sein. Ich freue mich sehr, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gibt und den Kanal unten rechts abonniert. Dann werdet ihr kein weiteres Video mehr verpassen. Ich werde immer wieder alle meine Trades hier zeigen, Analysen zu Aktien vorstellen, sowie zu Indizes und Rohstoffen und natürlich transparent weiter meine Performance hier zeigen, wie sich hier mein Trading weiterentwickelt. Wenn euch das gefällt, bleibt dran und dann hören wir uns im nächsten Video.